Jemand war kürzlich hier. Irgendetwas muss dahinter sein. Yeah.
Wow. Versperrt. Es muss einen Weg geben. Die Spuren hier sind frisch. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Der Weg sollte frei sein. Whoa.
dieser Raum. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein, ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rudyek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann, oder? Rudyeks Pfeil. Damit strich ich seinen Namen von meiner Liste. Jetzt liegt er hier am Boden, vergessen. Versiegelt. Ich rieche noch das Blut, das sich vergoss. Ein mumifizierter Reiher. Zur Wiederbelebung? Nein. Wer auch immer das getan hat, muss von Rudyeks Stellung im Orden gewusst haben. Rudyeks Maske. Ich weiß kaum, was passiert ist, nachdem ich ihn erstochen habe. Rudyek verdient kein Grabmal. Das ist eine Beleidigung. Dieses Grab ist für einen Pharao. Wer das getan hat, hat diesen Ort entweiht. Dieser Raum hat mir alles verraten, was ich wissen muss. Dieser Ort war mir ein Anfang und Rudyek ein Ende. Der Pfeil kennzeichnet diese beiden Dinge. Nachdem ich diesen Bastard erstochen hatte, wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, war Rudyek tot. Rudyeks Leiche hätte hier verrotten sollen. Er wurde ehrenvoll zur Ruhe gebettet, um ihn auf die Duat vorzubereiten. Wer auch immer ihn begraben hat, ließ diese Reiher-Mumie zurück, um Rudyeks gottverdammten Namen im Jenseits zu ehren. Dann kehrte er zurück, um ihm Respekt zu zollen, wenn ich diese Kerzen richtig deute. Wie auch immer, ich weiß, dass Rudyeks Herz fehlte. Also leidet der Bastard im Nachleben, was auch immer hier getan wurde. Eines Tages werde ich gerichtet. Doch ich bereue nichts. Die Feder wird immer leichter sein als mein Herz.